Hallo Freunde von Velofahrschips und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo über ein Schiff, das ja ihr vielleicht schon gesehen habt. Ein kleiner Teaser, die Stufe 8 Hampshire. Und ja, es ist ein britischer Kreuzer auf Stufe 8 schon wieder. Nicht so, als hätten wir nicht schon genügend britische Kreuzer, aber wir haben einen neuen. Laut Wargaming eine Entwicklung der Surrey-Class, einem schweren Kreuzer, bewaffnet mit, haltet euch fest, 5x2, 203 mm. AP only, Improved Ricochet, also verbesserter Ricochetwinkel, High Muscle Velocity, also die müssen gute Pen haben und schnell unterwegs, und einem Quadruple Torpedo Launcher mit natürlich britentypisch Single Launch. Laut Wargaming hat dieses Schiff Weak Armor, also dürfen wir uns nicht zu viel erwarten, wahrscheinlich eine ziemlich hohe Zitadelle, eine spezielle Antriebsanlage, similar, also gleich wie die der Minotaur, kann sehr schnell beschleunigen und ist mit hydroakustischer Suche und defensiven Anti-Air ausgerüstet in unterschiedlichen Slots. Gut, kommen wir zu den Stats. Hitpoints 37.600, wir haben Plating 25 mm, er ist kein schwerer, also superschwerer Kreuzer, sondern hat nur 30 Sekunden Feuerdauer. Wir haben 5x2, 203 mm auf 15,7 km Reichweite, AP, das ist die einzige Bewaffnung hier, was Granaten betrifft, nebst dem Sekundärartillerie-Arrangement, und 4.500 Alpha. Mit 884 Meter pro Sekunde Mündungsgeschwindigkeit, so viel zu Muscle Velocity, aber vielleicht haben sie einfach so gute Pen wie die 152 mm Minotaur. Eine Nachladezeit von doch üppigen 10 Sekunden und eine Turmdrehzeit von 22,5, was mit der Turmanordnung wieder interessant wird. Ihr seht, der mittlere Turm, also der B-Turm, kann durchdrehen. Ich lasse den Wortwitz ein bisschen wirken. Ne, aber der A- und der C-Turm müssen je nach Auslage eine 270-Grad-Drehung vollführen. Hinten haben wir die zwei Türme ganz normal. Da haben wir auch diese 270 Grad, aber immer in Richtung Bug begrenzt durch die Aufbauten. Nun denn, wir haben ein Sigma von 2.0 und eine maximale Streuung von 141 Meter. Das soll aber nicht alles sein, denn wir haben noch eine Sekundärbewaffnung, nämlich 6x202 mm auf 6,6 km. Kommen wir noch einmal zurück zur Hauptbewaffnung. Wenn Wargaming sagt, verbesserte Ricochetwinkel, dann kann man davon ausgehen, dass es sich um 60 bis 75 Grad handelt. Die haben die leichten Kreuzer wie die Plymouth. Die hat auch die Gibraltar, die ein schwerer Kreuzer ist. Die richtigen schweren Kreuzer mit 203 mm, die haben keine verbesserten Abprallwinkel, deswegen gehe ich einfach mal von 60 bis 75 Grad aus. Wargaming wird das Rad nicht neu erfinden. Interessant wird es natürlich, ob mit Improved Muscle Velocity vielleicht gemeint ist, dass sie auch eine geringere Fuse Time, also Zündzeit von 0,005 Sekunden haben werden, oder ob da wirklich nur, naja, wie gesagt, die Muscle-Geschwindigkeit, also zumindest die Mündungsgeschwindigkeit von 884 ist nichts Besonderes, weil auch die Gibraltar hat 841 Meter pro Sekunde. Ob sie nun doppelte Pen hat, zusätzlich wie die Minotaur dann auch noch mit der kurzen Fuse-Time, also Zündzeit, das ist eine Frage, die wir dann beantworten können, wenn das Schiff im Spiel ist. Wir haben Anti-Air, ja, Werte von 273, 249 DPS in Short und Mid. Und auf lange Reichweite 74, da ist auch der Wunsch der Vater des Gedankens. Wir haben 4 Explosionen auf Stufe 8, 1260. Das holt halt nichts hinterm Bett hervor. Maximalspeed 30 Knoten, Wendekreis 710 Meter, Ruderstellzeit 9,8. Aufdeckungsreichweite, ja, bei möglichen Doppelkonsument von 12,3 kommen wir unter 10 Kilometer. Das wird auch unsere Torpedos hier zumindest möglicherweise in einen Bereich bringen, wo wir unsichtbar torpedieren können, wenn auch nicht lang. Nämlich unsere 2x4 Quadrupel, wie schon angekündigt, mit 15.733 Maximal Damage, nah an den deutschen Volkstorpedos mit 13.700. Wir haben 10 km Reichweite, Speed von 62 Knoten, eine Nachladezeit von 96 Sekunden. Das ist gar nicht schlecht.
müsst das Schiff nur noch schneller drehen. Gut, wir können wie immer, wie schon erwähnt, Einzelfeuer oder einen normalen Abwurf machen. Das ist britentypisch. Wir haben einmal Slot 1 Damage Control Party. Wir haben Slot 2 Hydroakustische Suche. Das ist bei dem Briten Torpedo 3,5 Kilometer und Schiffe 5 Kilometer Reichweite mit einer Nachladezeit von knappen 2 Minuten. 3 Aufladungen. Wir haben auf Slot 3 defensives Flakfeuer und Slot 4 haben wir einen komplett unnötigen Fighter, also einen Jäger, oder auch die Möglichkeit, ein Aufklärungsflugzeug zu entsenden. Gut, es ist ein Premium-Kreuzer momentan, wie Wargaming zumindest bis jetzt angekündigt hat, und meistens halten sie da auch fest. Ob man ihn jetzt gebrauchen kann, das ist eine andere Frage. Wir haben Stufe 8 und wir haben 10 Granaten in der Luft. Wir haben auf Stufe 8 ansonsten, glaube ich, 3x3, mit 9 beim schweren Kreuzer. Und ansonsten haben wir 4x3 in der Edinburgh mit Smoke oder Radar mit 152 mm, auch mit AP Only. Ob es jetzt einen offen gespielten Kreuzer auf Stufe 10 leicht gepanzert braucht, das ist, wie gesagt, noch kaum absehbar. Gefühlt von den Stats und von den Werten hier, die uns Wargaming noch in Prosa mit auf den Weg gibt, könnte man von einer Art Gibraltar auf 203 mm runter destilliert und Stufe 8 vielleicht ausgehen. Aber gut, da haben wir 3x4. Das ist ein bisschen anders mit der Turmanordnung. Da müssen wir noch schauen, wie die Panzerung ist. Da müssen wir noch viel schauen. Ich würde einfach behaupten, wir lassen uns von diesem unter Anführungszeichen Development, dieser Entwicklung der Surrey Class, überraschen, wenn the shit hits the fan. Nein, wenn das Schiff in den Hafen zum Testen einläuft. Danke für eure Geduld und für euer Dabeisein, wie immer. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude beim Zuhören wie ich beim Lesen dieser Stats des Schiffes. Und ich sage, wir hören uns dann wieder im nächsten Infovideo oder auch vielleicht Gefecht. Ciao.